Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Wir haben in der letzten Folge spontan mal hier den Flashpoint für die Hammerstation gemacht und ja, haben da einiges ergattern können. Ein paar lilane Gegenstände auf jeden Fall, die schon mal gar nicht so schlecht sind, zumindest ja für die Stufe 25 rum. Und jetzt widmen wir uns auf jeden Fall den weiteren Quests hier in der Umgebung. Wir haben hier noch einiges offen, ihr seht da schon die ganzen Questmarker hier. Hier oben haben wir auch noch was, da werden wir noch hinkommen. Wir haben auf jeden Fall einiges zu tun und ja, jetzt sollten wir natürlich darauf achten, auch dass wir nicht so alleine losziehen, sondern unsere Gefährtin hier, die Vett, wieder zu uns rufen. Na, wie läuft's? Sonst sieht das nämlich ganz schön mau für uns aus. Mit uns legt sich besser niemand an. Also die Gefährten nehmen ja schon eine große Rolle ein. Und wir sehen schon, hier vorne ist noch ein Captain Bryn auf der Brücke. Der hat noch eine Quest für uns, das schauen wir mal. Psst, wir müssen sehr vorsichtig sein. Lord Kratan hat seine Augen überall. Er ist sehr misstrauisch allen Fremden gegenüber. Er darf nicht sehen, was wir tun. Identifiziert euch. Ich möchte einen Namen hören. Na los. Captain Bryn, Sondereinheit der Imperialen Armee. Diese Arbeit erfordert höchste Konzentration, ein besonderes Gemüt. Kratan ist eine Bedrohung, eine große Bedrohung. Der Typ verrückter Wissenschaftler. Er mag Waffen, Cyborgs, Droiden, ergonomische Stühle. Mein Auftrag ist, ihn im Auge zu behalten, auf alles zu achten, was verdächtig ist. Ich weiß jedoch nicht, was ihr hier tut. Ich bereite einen Angriff vor. Ich werde Lord Gratans Anwesen stürmen. Das dachte ich mir. Scharfe Augen. Ich sehe sowas sofort. Ich möchte nicht aufdringlich sein. Doch da ihr diesen Weg beschreitet, könntet ihr mir wohl helfen? Nicht umsonst. Und was habe ich davon? Ich habe dank der freundlichen Unterstützung des Imperiums ein paar Credits für Bestechung und Ähnliches übrig. Nun, ich habe die Anweisung, auf Distanz zu bleiben und Lord Gratans Anwesen weder zu betreten, noch auf sonstige Weise Aufsehen zu erregen. Ich soll jedoch Informationen über ein bestimmtes Geschütz beschaffen. Einen Prototyp, für den der abtrünnige Lord Pläne haben soll. Das Imperium will das Geschütz in Serie bauen. Okay, was wäre meine Aufgabe? Was genau ist meine Aufgabe? Lord Gratan versteckt die Geschütze irgendwo auf seinem Grundstück. Ich werde ja selbst danach suchen, aber Befehl ist Befehl. Ich muss die Stellung halten. Da ihr nun schon hineingeht, könntet ihr wohl nach den Plänen für diese Geschütze Ausschau halten? Ja, das ist natürlich kein Problem. Credits auf der Stelle machen wir jetzt mal nicht. Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Ausgezeichnet. So muss das sein. Die Sache ist nur, dass ihr nur an den Geschützen vorbeikommt, wenn ihr eine Wache ausschaltet und euch einen Sicherheitsausweis besorgt. Die Sicherheitsausweise senden ein Signal an die Geschütze, das den Träger als verbündete Einheit identifiziert. Besorgt euch zuerst einen Sicherheitsausweis von einer Wache. Dann sucht die Geschütze und holt die Pläne dafür. Einfach, oder? Ich werde hier draußen die einfach. Augen offen halten. Genau, wo wir uns getroffen haben. Ja, halt du mal weiter Ausschau. Wir machen das hier schon. Kein Problem. So, wir schauen natürlich auch hier, dass wir mal ein bisschen Ressourcen sammeln, wenn wir dazu kommen. So, hier ist Gratans Anwesen. Da wollen wir rein. Und da wollen wir ein bisschen Chaos stiften. So, und wir finden auch schon den Gratan-Sicherheitsausweis, was er uns da gerade erzählt hatte. So, und auch eine Bundesmission haben wir natürlich wieder. Das kennt ihr ja schon. Sehr schön. Selbst für die Berufe bekommt ihr hier Eroberungspunkte. Also, es ist eigentlich schwierig, das Eroberungsziel nicht zu erreichen. Es sei denn, man spielt wirklich nicht so viel, dass man hier ein bisschen Zeit verbringt. Aber dadurch, dass das Eroberungsziel auch meistens eine Woche geht, oder eigentlich immer, soweit ich weiß, ja, erreicht man das in der Regel auch.
So, das war's schon. So, Wett, knack den Tresor mal, hol uns ein paar Credits. So, und hier haben wir auf jeden Fall noch einiges zu tun. Das ist ja nicht die einzige Quest, die uns hier hinführt. So, Bonusziel wird aktualisiert. Mal sehen, was wir jetzt noch machen sollen. Weitere Sicherheitsstreitkräfte hier töten. Also das war's noch nicht ganz, Leute. Oh, hier waren einige unsichtbar. Aber die fallen direkt um. Hier haben wir mal wieder ein Wissensobjekt. Die Gratan-Streitkräfte. So, wer wieder im Codex hinterlegt und ja, wer Interesse hat, kann sich da natürlich mal schlau lesen, wenn er das Ganze hier selber zockt. So, bisschen Überblick verschaffen, wo müssen wir denn hin? Da kommen wir, wenn wir hier außen rum gehen. Wir sind jetzt hier gerade im Gratan anwesend. Na, wo kommst du denn her? War wahrscheinlich eine Patrouille oder sowas. So, dann wollen wir hier mal die erste Quest angehen, die wir haben. So, 10 Streitkräfte haben wir schon wieder besiegt. 20 fehlen noch. Und dann wird es wahrscheinlich noch einen dritten Teil der Bonusmission geben. Hier haben wir wieder einen Wassertank oder sowas in der Art, der die Gegner hier einfach mal zu Statuen verwandelt, zumindest für eine gewisse Zeit, und einfriert. Das ist wahrscheinlich so eine Carbon-Stickstoff-Gas oder sowas, wodurch dann die Gegner in der Umgebung einfach kurzzeitig gelähmt werden. So, sprich mit OHK99, das ist der Druide hier. Autorisierung, Autorisierung, Identifizierung nicht möglich. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Was geschieht hier? Kommt ihr von Lord Gratan? Seid ihr ein Eindringling? Identifizierung nicht möglich. Wo sind die Soldaten? Ich suche die Leute, die Gratan entführt hat. Ich bin ein Soldat. Ich bin... System kann nicht. Stopp. Neuzuweisung der Prioritäten. Ich bin Fenrich Tolvashan, Imperiale Militärdienst Nummer 218A697. Bitte, schickt euch die Herzogin. Bitte helft mir. Wie kann das sein? Ich muss erfahren, was passiert ist. Gratans Leute nahmen uns gefangen. Für Experimente. Die Wissenschaftler bohrten unsere Köpfe auf und steckten uns in Droiden. Identifizierung, Modell OHK-99. Sie programmieren uns für fortschrittliche Intelligenz. Verbesserte Kampftaktiken. Meine Leiche liegt dort drüben. Ich kann sie sehen. Was ist mit den anderen? Sind die anderen Soldaten noch am Leben? Ich bin der Letzte. Die anderen wurden umgerüstet. Sie können nicht reden, nicht ungehorsam sein, aber sie denken, sie fühlen. Bitte hört zu. Ihr könnt uns abschalten. Sendet den Abschaltcode von der zentralen Steuerungskonsole. Bitte, ihr könnt dem ein Ende machen. Benutzt die Steuerungskonsole. Ich kann nicht mitkommen. Motor und Kampfsysteme außer Funktion. Macht, dass die Schmerzen aufhören. Ja, der Gratan hat hier Soldaten wohl umgebracht und dessen Verstand in Druiden eingesetzt. So scheint es zumindest. Und dieser scheint halt der letzte Überlebende hier zu sein. Schauen wir mal. Also hier können wir nochmal den Fahrstuhl hoch. Da geht's weiter, die Kriegsmaschine. Benutze die Steuerungskonsole. So, da kommen wir hier nochmal in einen kleinen Gang. Und hier werden wahrscheinlich gleich Geschütze rauskommen. Da ist noch ein Cheftechniker von Gratan. Den bringen wir mal schnell um die Strecke. Zack. Und hier ist die Steuerungskonsole.
So, mit dieser Konsole könnt ihr die OHK-99 Droideneinheiten abschalten oder veranlassen, dass sie sich beim Imperium melden. Ja, abschalten wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass diese Droiden zum Imperium gehen und dort als, ja, Feuerkraft, als Soldaten für das Imperium arbeiten. So, Wett ist natürlich dagegen. Und da kommen auch schon Geschütze raus. Wie wir schon vermutet haben. Aber auch nicht sonderlich starke Geschütze. Ja, die Wette ist eigentlich eine gute. Und deswegen ist sie meistens nicht so damit einverstanden, was wir hier für Entscheidungen treffen. Aber sie hat eigentlich auch keine Wahl. Sie muss sich dem beugen. Denn noch hat sie ja das Schockhalsband um. So, wir können hier auf jeden Fall noch ein paar Gegner jetzt eliminieren. Und so unser Bonus hier noch ein bisschen vervollständigen. Lasst uns wieder etwas anderes tun, okay? Ja. So, was kriegen wir hier Schönes? Ein Schild von Bovin. Das ist sogar besser als unseres, ist aber allerdings für Angriffskraft und Präzision. Was haben wir hier noch? Ebenso. Können wir mal schauen, wie das aussieht. Die haben einen schönen Mantel dran. Aber können wir nicht gebrauchen. Das können wir vielleicht mal verkaufen. Und noch ein paar Creditkisten von den Tresoren, die wir geknackt haben. Ja, Leute. Schauen wir uns mal weiter um. Gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ich meine, dass wir nachher wieder in diese Richtung müssen für unser Bonusziel hier. Ich glaube, hier ist nachher der dritte Teil. Schon besser. Wenn ich mich recht erinnere. Schon lange her. Aber deswegen bleiben wir mal kurz auf der Ecke. So, wir kriegen ein neues Bonusziel. Ah ja. So, aktiviere den experimentellen Kampfbot und nimm seinen Datenkern an dich. Das machen wir genau hier. Und der Kampfbot, der wird jetzt erscheinen und ja, den sollen wir eliminieren und dessen Kampfschiff dann nachher dem Imperium bereitstellen. Damit haben wir dann auch schon wieder das Bonusziel hier erreicht in der Umgebung. So, letzter Teil wird aktualisiert und dann sollen wir das wahrscheinlich in einem Missionsdepot wieder abgeben. Genau, das machen wir dann aber, wenn wir ja von hier verschwinden. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Deswegen Feierabend haben wir noch nicht. So ein bisschen im Boden versunken, aber wir können ihn trotzdem noch looten. So, hier sollen wir in die obere Ebene. Schauen wir doch mal. Hier brauchen wir nicht unbedingt alle Gegner töten. So, hier haben wir wieder eine Phase für uns. Ihr müsst der Agent sein, den Lord Barras schickt. Ich dachte, es käme ein leiser Attentäter, nicht so ein wildes Ungetüm. Hütet eure Zunge. Passt auf, wen ihr hier wild nennt. Ihr redet hier nicht mit einem von Barras imperialen Handlangern. Ich werde Lord Barras noch lange dienen, nachdem er euer überdrüssig geworden ist. Ich könnte euch das Gegenteil beweisen. Wollt ihr diese Theorie auf die Probe stellen? Wir haben etwas zu erledigen. Der ganze Komplex ist in Aufruhr. Unseren Streit sollten wir also aufheben. Hört zu. Lord Gratan ist ein abtrünniger Sith, der dem Rat der Sith offen trotzt. Solange er sich hier verschanzt, ist er unantastbar. Lord Barras will, dass Gratan erkennt, dass er doch nicht unantastbar ist. Ich habe mich ein Jahr lang verstellt und so endlich den Weg gefunden. Lord Gratan hat einen Sohn.
Ein Jahr und mehr habt ihr nicht geschafft? Vielleicht könnt ihr in noch einem Jahr seine Schuhgröße rausbekommen. Er trägt Stiefel, keine Schuhe, Großmaul. Ich sollte Gratans Schwachpunkt finden. Er hielt die Existenz seines Sohnes geheim, um ihn vor seinen Feinden zu beschützen. Gratan wäre verzweifelt, wenn sein einziges Kind und sein Erbe sterben würde. Es wäre eine Botschaft. Ja, in Ordnung. Gut, also wo ist er? Ich will gern der Bote sein. Ihr werdet schon mehr als ein Bote sein müssen. Gratans Junge ist fast 20 und die Macht ist stark in ihm. Die Wege der Sith wurden ihm in die Wiege gelegt. Ihr werdet es nicht leicht haben. Ja, er wird leiden. Meine Hände werden von seinem Blut befleckt sein. Was für eine vulgäre Person ihr doch seid. Gratan ist geschäftlich unterwegs. Ich habe einen Datenstift gehackt, sodass ihr in seine Privatgemächer könnt. Doch zuerst müsst ihr Gratans Überwachungsstationen ausschalten, damit man euch nicht sieht. Eine simple Sache. Das klingt einfach. Wir wollen euch ja nichts allzu Schweres zumuten. Ihr müsst die Überwachungsstationen der Anlage finden und nun euer Lichtschwert hineinstecken. Denkt ihr, dass ihr das hinbekommen werdet? Ihr fangt an, mich zu nerven. Hört auf, mich zu beleidigen, Ball. Ihr spielt mit dem Feuer. Ist es denn so leicht, euch zu ärgern? Das ist alles. Zerstört die Überwachungsstation und verschafft euch mit der Passierkarte Zugang zu Gratans Gemächern. Der Junge heißt Beelzlit. Findet ihn und macht kurzen Prozess mit ihm. Dann kommt hierher. Versucht es nicht zu vermasseln. Die Einstellung gefällt mir. Ja, kleine Ratte hier, gegen die hätte ich gerne mal gekämpft. Der hätte mit Sicherheit den Kürzeren gezogen. Besser niemand an. Aber gut. Leider müssen wir mit ihm zusammenarbeiten, das bringt nichts. Müssen wir durch. Ah, hier haben wir noch eine Quest. Können wir direkt mal holen. Bei Isma Brengle. Ja, ein gewalttätiger Eindringling, der Lord Gratans Anwesen verwüstet. Ich applaudiere euch. Ich bin Isma Brengel, einer der Wissenschaftler, die von Lord Gratan verpflichtet wurden. Ich würde gerne dafür sorgen, dass eure Zerstörung dieses Ortes höchst profitabel ist. Ich dachte am Anfang, sie meint das ein bisschen ironisch, aber anscheinend nicht. Euch gefällt, was ich tue? Ihr seid froh, weil ich Lord Gratans Anwesen zerstöre? Mehr als froh. Mir schwindelt vor Glück. Vor 3 Jahren brachte mich Lord Gratan dazu, für ihn zu arbeiten. Er versprach beste Möglichkeiten in aufregenden Studiengebieten. Stattdessen wurde ich eine Gefangene für die Sklavenarbeit an den irrsinnigen Kreationen, mit denen Gratan sich verbessern will. Ein undankbares Leben. Irrsinnige Kreationen? Ich wüsste gern, was sich hier abgespielt hat. Bitte erwartet nicht von mir, dass ich das Grauen beschreibe, das ich für Gratan entwickeln musste. Diese Arbeit macht mich krank. Gratans Kybernetikforscher, ein sadistischer Haufen Abschaum, entwickelten Cyborg-Körperteile, die sich regenerieren. Diese Technologie wird die Kriegsführung revolutionieren. Sie ist ein Vermögen wert. Ich habe einen Käufer an der Hand, der eine Cyborg-Armee aufbauen will. Ihr bekommt 60% meines Profits, wenn ihr die Kybernetik-Forschungsunterlagen stehlt. Ich erwarte eine dicke Auszahlung. Das ist besser keine Verschwendung meiner Zeit. Ich ziehe euch nicht über den Tisch. Das verspreche ich. Es gibt noch einen Haken an der Sache. Ihr müsst die Hauptkonsole aktivieren, indem ihr von den Außenterminals aus die Überbrückungsbefehle eingebt. Gratan beschützt seine Computer mit tödlichen Sicherheitskräften. Kriegsdroiden, Cyborgs und sogar Gentechnikwaffen. Rechnet mit schwerem Widerstand. Nichts wird mich aufhalten. Ich werde alles vernichten, was mir im Weg steht. Daran zweifle ich nicht. Nehmt diesen Datenstift. Steckt ihn in die Hauptkonsole von Gratans Zentrallabor. Der Stift wird alle Daten herunterladen, die wir benötigen. Wenn ihr das erledigt habt, bringt mir den Stift. Ich kümmere mich um den Verkauf und überweise die Credits auf euer Konto. Geht jetzt! Rasch! Ja, Leute, eine weitere Quest hier im Gratan-Anwesen. Und wir haben immer noch einiges zu tun. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und schauen mal, dass wir dann hier die Aufträge zu Ende bringen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Alles klar, Leute, bis dahin.